Berührt einfach euren Bildschirm in höchster Geschwindigkeit mit der Faust und wir machen so schnell wie ihr könnt. Und wir machen einen Fistbump. So, ihr habt wahrscheinlich, okay, seid ihr gerade alle über Amazon, über unseren Affiliate-Link gegangen und habt geile Sachen für Mama, Papa, Schwester, Bruder, Freundin, Freund, Onkel, Tante, Nachbar, Schwägerin, Schwagerin, Schwangere, Weihnachtsgeschenke gekauft, so wie ich es nämlich bis jetzt auch nicht gemacht habe. Soll ich dir was sagen? Es sind noch 22 Tage. Guck dir mal an, wie schön das aussieht. Das ist echt wunderschön, also, das stimmt. So, und hier wird es richtig bordellig. Irgendwann. Alter, ich habe jetzt Bock auf die Weiterdorfer Post. Und auf Go Nuts Donuts. Alter, sieht cool aus. Ja, das war schon was. Nein, wir schnappen uns den Typen und followen ihm. So, das ist Budis. Nee, Nils. Nils. Anderes Wort für Auto? Nils Karre hatten wir schon. Ja, Karre. Gefährt. Hm. Sagen wir Nils Büchse. Oder so. So. Follow dem Typ. Wir fahren jetzt nämlich hier mal schön. Oh. Boah, das sieht doch sexy aus. Das hier ist geil, ne? Ja. Ich drive hier so lang. Ich drive hier so lang. Der fährt irgendwo lang. Fährt er jetzt hier raus? Ey, sieht so aus, als hätte der irgendwie so ein Auto mit. Ja, was ist mit Nils? So Clowns-Auto oder so. Genau. Nils fährt gerade zu seinem Clowns-Auto. Der rote Baron. Jetzt ist nämlich neben. Und jetzt am Flughafen. Oh! Ey, das war ja nur knapp, du. Alter, der fährt da hinten. Meinst du, der Flughafen? Fliegen? Wir müssen wieder raus. Ach, wir müssen. Oh, guck dir das mal an, hast du gesehen? Ja. Hammer! Alter. Ist das der Wahnsinn? Wieso ist das da zweispurig? Ich weiß nicht. Okay, aber egal, das können wir nochmal ändern. Der arbeitet hier wahrscheinlich, was? Der arbeitet hier am Kohlekraftwerk, oder? Jetzt fährt er wieder raus? Nee. Was zur Hölle? Was macht er denn? Wieso? War er hier bei DHL? Ach, wieso ist er hier vorne nicht gleich links? Wieso ist er? Er ist doch hier. Der arbeitet bei DHL. Der ist doch hier rausgefahren. Wieso ist er nicht da? Ah, weil er auf die Seite hier wollte. Ach, das hätte er aber auch hier machen können. Okay, naja. Ah, okay. Mir soll's egal. So, ja, soll's. Unser obligatorischer Ron Jeremy Airport Test. Last week? 0. Aber hier vielleicht 14. Letztes Mal waren es 12. 7. Ah, okay. Aber hier geht's, glaube ich, rund. Pass mal auf, was jetzt passiert. Alter Schwede. Ist mir letztens aufgefallen. Ja, hier kamen so richtig viele auf einmal raus. So, Flug über die Stadt oder was? Ja, können wir mal machen. Wir haben nämlich noch so ungefähr 10 Minuten. Okay, willkommen. Ach, hier haben wir Buslinien gesetzt, die noch gar nicht fahren. Hier übrigens, ne? Also hier. Ja, also da kannst du mal Off-Cam machen. Du hast genug Zeit, Off-Cam. So, du kommst also an hier in Islands. Hier am schönen Flughafen. Am Ron Jeremy Airport. Achso, guck mal hier. Wir sollen mehr mit Autos umherfahren, wird hier gefordert. Ja? Ja. Weil es Spaß macht. Okay, dann gucken wir doch einfach mal, wo Michael Dudikoff hier nämlich gleich, also wegen Dude, weißt du? Ja. Wo der nächste Dude hier einfach lang am Driven ist. Und zwar nehmen wir. Ja, wir nehmen nochmal. Hier, vielleicht irgendjemanden, der gerade hier vom Terminal losfährt. So, wir hatten Simon noch nicht, ne? Simon hatten wir nicht, ja. Simons. Okay. Okay, das nehmen wir danke, so. Danke, Budi. Danke, Budi. Follow. Und abfort. Ah, follow. So, warte. Bisschen flacher. So. Ja, das muss schon cool aussehen. Oh, guck mal, er fährt sogar nicht in, ey, das in hat die auch eine, alte Stadt. Eine sehr hübsche Aussicht, du. Alter, da hinten und ja, so, ne? Das ist schon geil. Wo will der hin? Wieso fährt er auf der linken Spur? Jetzt fährt er in die mittlere. Oh, okay. Oh, Alter, hast du gesehen, wie der Wagen wackelt? Ja. Nicht ganz so stabil. Okay, nice. Zwischen den Brücken. So kann man die Stadt auch entdecken. Wir müssen gar keinen Überflug machen, sondern wir fahren jetzt hier mit, eigentlich mit Simon umher. Ja. Simon, wo willst du lang? Ist das jetzt hier, rechts ist Manhattan gerade, ne? Wir können auch mal eigentlich auf zwei stellen, dann ist das nicht ganz so schnell. Rechts ist Manhattan gerade, oder? Nee, da war unser Gewerbegebiet. Ah, hier sind wir, okay. So. Jetzt rechts kommt gleich Bad. Ey, wetten, der fährt aus der Karte raus, der Hund. Scheiße. Stimmt, rechts ist jetzt Bad. Genau, hier kommt das geile Bad Bande. Gebirge. Ja, Bad Bande kommt gleich rechts. Der fährt so lange auf der linken Spur, der wird auf jeden Fall nicht in Bad Bande hier raus wollen. Schwein. Dann müssen wir gleich einen, der reinkommt. Ja. Dem müssen wir mal folgen. Schnapp mal hier gibt es die nicht sinnvolle. So, hier ist mein
So. Ja. Zack. Ach, jetzt fährt er raus, ne? Der fährt wirklich raus. Oh. Aber hier haben wir doch gleich. Also die bringen ja hier den Moped-Fahrer. Oh, natürlich, ey. Wer fährt mit dem Moped? Jetzt fährt Simon wirklich mal mit dem Moped, ne? Ja. Scooter. Simons Scooter. Simons Monster Moped. Extra mit Doppel-P. So, dann gucken wir mal. Owner ist Cedric. Cedric? Wir können auch Cedric folgen. Ja, dann gucken wir mal Cedric beim Rollerfahren zu. Das müsste ja da eigentlich Ede sein, ne? Ja, egal. Mach einfach Play. Aber Ede hat sogar einen. Stimmt, Ede hat sogar einen Scooter. Komm, das machen wir schnell. Edes Monster. So. Bam, bam. Follow dem Typ. Ey, der ist ganz schön schnell unterwegs, ne? Okay. Der wackelt noch mehr als das Auto. Das ist Wahnsinn. Boah, der wäre beinahe hätte einen draufgekriegt gerade. Genug Krankenhäuser in der Stadt. Oh! Oh, der fährt nach Bad Bande. Hier geht's ab. Okay, ab in die. Schöne Gebirgsturm mit dem Moped auf dem ja. Sonntag. Oh! Okay, er will nach links. Da, da, da. Das sieht total herrlich aus hier. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Fällt mir sehr gut. Hier auf dem Land muss man auch langsam. Jetzt kann man fahren. Hier so den Blick über die gesamte Stadt. Oh, das ist nice. Der absolute Wahnsinn. Geile Meile, ey. Echt schön. Gute Idee. Sehr gute Idee. Dass du auch vorgelesen hast, dass der Chat sagt, das ist cool. Oh! Da ist beinahe gekracht. Hier links, ne, wird natürlich das ganze Hanf angebaut. Natürlich nur für die Stoffe. Die Leute, ja, das ist ja eine große anziehen. Nutzpflanze. Ja. Mhm. Hier, sowas muss hier noch mehr passieren. Diese ganzen Felder und so. Alter, was fährt der für einen Weg? Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das testen wir gleich noch. Ach nee, doch. Das war der kürzeste Weg. Nee, war schon richtig, ja. Hier. Fährt er hier zum Gut zu Vögeln? Nee, das ist woanders, ne? Nee, Gut zu Vögeln ist woanders. So. Was ist das hier? The Grove Residence. Er war aber da wahrscheinlich. Der wohnt da. Falls ihr es gemütlich habt in Kacklandes. So, dann schnappen wir uns hier ein. Was könnten wir uns denn jetzt mal schnappen? Hier, diesen Pickup da. Scheißen wir drauf. Und go. Gib ihm. Gib ihm. Das ist nochmal eine extravagante Tour durch die Stadt. Alter, nice. Wenn man jetzt noch selbst fahren könnte, das wäre natürlich der Oberhammer. Wo will der jetzt hin? Will der nach links, nach Sellout City? Ja. Ja. Ey, wie du auch einfach mal im Kopf hast, wo es jetzt lang geht. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Sellout City, Mann, klar. Aber ist das vielleicht eine Abkürzung für ihn, in die Stadt zu kommen? Nein, Alter, hier ist aber auch schon derber Verkehr. Ja. Ah, hier hat er es geparkt. Hier parkt auch ein Pickup nach dem nächsten. So. Ja, Sellout City. Ey, der Hammer. Guck dir das an. So, 5 Minuten haben wir noch. Und hier, alter Schwede. Alter, kannst du mit dem Bus fahren? Hier stapeln sich die Leute schon. Vielleicht steigt der jetzt ein. Ich glaube, der muss noch ein bisschen warten. Komm, Steven. Steven Smithson, wo willst du hin? Kann ja wohl nicht sein, dass der so lange hier warten muss. Speed 3. Der arme Mann. Den ganzen Tag wartet er jetzt. Komm. Alter, mit welcher Linie will der fahren? Da fährt doch wahrscheinlich nur ein Bus auf der Linie. Alter, guck dir das mal an. Scheiße. Komm. Steve Smithson. Und ich schwöre dir, jetzt kommen so 4 Busse hintereinander und die sind dann alle weg. Das könnte sein. Welche Linie ist das? Keine Ahnung. Alter, die Linie, die nie fährt? Alter, schwer. Das steht dann auch schön auf dem Fahrplan alle 24 Stunden oder so. Da! Nee. Nein, orange. Nee, das ist noch der falsche. Ey, welche Linie fährt hier? Hier, der pinke. Komm, Steve. Steig ein! Steve! Nein! Komm, noch einer. Jetzt nehmt ihr doch mal einer mit! Steve! Alter, wie die auch fahren, die fahren immer mit 90 km/h um die Kurve. Jetzt? Nee. Alter, Steve. Der hat auch keinen Bock loszufahren, jetzt hat's euch nicht eingestiegen. Yes. Jetzt ist er eingestiegen. Komm, Steve. Nein! Es kann doch nicht sein, dass hier die. Achso, ich dachte, das wäre die Auslastung, aber es ist ja die. Boah, nice! Schön die Straßenschluchten hier rein. Alter. Ja, das auch alle parken und. Achso. Okay, zack. Haltestelle. Da warten die so ewig. Da warten die so ewig, nur um dann zur ersten Station zu fahren. Die Leute sind einfach zu faul.
Das ist deren Problem. Oh, hier zwei Busse. New Nastinken? Ja, New Nastinken sind wir. Hier ist der wunderschöne. Ah, der wunderschöne Park, wo kein Müll abgeholt wird. Das gibt halt null Sinn. So. Push it! Push it real good. Push it to the limit. Alter. Ja, ist schon eine freaky Gegend hier. New Nastinken ist natürlich. Oh, was geht denn hier ab? Genau, wir hatten doch, glaube ich, auch mal diese Ego-Mod, ne, wo man in der Ego-Perspektive gucken konnte. Ja, ich aber die, auch. Die spackt ist dann ein irgendwann abgeraucht. Wie viele Passagiere hast du noch, Boy? Ja. 11, das geht doch noch. Nimmt der welche auf? Ja, so ein paar steigen ein. Ah, oh, 15, das geht wieder. Okay. Wollen wir noch mal eine kurze Tour machen? So, yes, von oben. Wir wollten noch hier, so. Hier, du kommst raus. Hier machen die ganzen Studenten ja ihre Partys abends. In der Lagune. In der blauen Lagune. So, ja, so ein bisschen so wahrscheinlich. Das ist New Nastinken. Nein. Oh, ich verwechsel das immer. Es tut mir echt leid. Hennes Beach. Hennes Beach. Diese Stadt ist einfach der Oberknaller. Hier ist Bohnenbüttel. Bohnenbüttel. Nicht so. Ja. Der alte Hafen mit seinem Leuchtturm und hier so, ne? Ja, dann das blöde Gebiet da hinten brauchen wir nicht. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, dann haben wir hier New Nastinken, haben wir ja eben schon gesehen. Auch sehr gut gemacht, wie ich finde. Ja. Es könnte noch hier vielleicht ein Skyscraper oder da. Ja, ein paar. Und hier, ich bin ja echt, ich glaube, das sind alles unique. Also, ich habe hier nur drei Gebäude oder so hingestellt. Die sind alle gewachsen und irgendwie, Manhattan ist wirklich so automatisch einfach, guck dir das an, so hoch geworden. Das ist cool. Sieht schon cool aus. Und stimmt. Hier auch schön. Parks, das älteste Gebiet, ne? Nein, das älteste Gebiet ist hier. Ah, okay. Das hier ist alles das Älteste. Darum, hier vorne muss auch noch mal was passieren. So, dann kam Neu-Hochfeld. 50.000 Einwohner. Geil. 51. Wir haben heute nicht einmal gespeichert, egal. Kommt gleich. Neu-Hochfeld. Hier hat sich übrigens dadurch, dass wir jetzt hier hinten Gebiete haben, der Stau ein bisschen gedingst, weil die jetzt auch hier rauffahren. Ah, siehst du, okay. Alter, das sieht auch... Ey, dieser das Flow ist einfach alles schön. Echt sehr schön. So, dann haben wir hier Farmington mit seinem größten Problem, was wir immer noch nicht bereinigt haben. Da wollen wir auch nicht ran, da trauen wir uns nicht so wirklich. Ne? Nicht, da müssen die halt mal im Stau stehen. Und guck mal, wie homogen Farmington einfach hier sich einding. Ja. Sieht sehr gut aus. Hier Kaklantis. Das ist gut zu Vögeln, müssen wir auch noch mal ein bisschen aufbrezeln. Ja, das stimmt. Und man könnte hier auch mal ab und zu noch mal eine Kirche hinbauen und drei, vier Häuser, die so direkt an der Straße sind, wie das ja so ist. So Dörfer, durch die man durchbreddert. Ja, das hier ist Bad Bande, ja. Mit seiner Uni und allem drum und dran. Jo, sehr schön. Dann kommen wir hier nach Bad Bandy. Auch ein bisschen, haben ein bisschen Smog-Problem. Industrie und so. Ja, da haben wir ja das Silicon Viertel. Alter, ist das riesig geworden. Ist doch heftig, ne? Wo der Verkehr es auch geschafft hat, sich gut aufzuteilen. Jetzt gibt es übrigens gleich Contradiction Spot the Liar statt Just Cause 3. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. X Amsterdam. Ja, genau. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Wir müssen jetzt nämlich gleich Schluss machen. Och man, machst du mit mir Schluss? Ja, es tut mir leid, Hannes, aber wir müssen jetzt, auch mal beenden hier. Okay, das zu. Aber auch sehr schön, wir sind doch sehr weit gekommen. Das stimmt. Also wenn man sich mal anguckt, was wir heute geschafft haben, können wir stolz auf uns sein. Ich drücke Escape, sag Save Game und nenne das ganze Ding Islands Amsterdam. X Amsterdam. Sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wir können auch ganz viele tolle neue Projekte verwirklichen. Du hast was gespeichert? Ich habe was gespeichert, ja. Das muss ich dann irgendwie noch hier runterkriegen. Was kriegen wir schon hin? Ah, oh, so. Ja. Ich würde gerne noch länger hier sitzen und weiterbauen. Aber das geht nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Programm. Wir beide knutschen gleich eine Runde rum. Jo.
und have a nice day. Wir sehen uns. Macht's gut.